Ein 27-jähriger Mann hat am Sonntagnachmittag einen Großeinsatz der Polizei im oberbergischen Wald Bröl ausgelöst. Spaziergänger hatten die Polizei alarmiert, als sie eine Person mit einem Gewehr auf einem leerstehenden Gebäude beobachtet haben. Schnell löste die Leitstelle Großalarm aus und die Polizei sicherte das Gelände weiträumig ab. Zusätzliche Polizeikräfte aus Nachbarkreisen unterstützten den Einsatz. Ein Polizeihubschrauber sichtete die Lage aus der Luft. Als ein Mann mit einer großen Tasche das Haus verlassen wollte, hielt die Polizei den Mann fest und konnte 2 Gewehre sowie 3 Pistolen sicherstellen. Bei den Waffen handelt es sich wohl um Luftgewehre und Waffen, die frei verkäuflich sind. Die Waffen waren nicht geladen. Der Mann wurde vorläufig festgenommen und die Ermittlungen gegen ihn dauern noch an. Hintergründe für das mysteriöse Auftreten des Mannes sind bisher nicht bekannt.